Koraidon, bitte. Wir brauchen dich jetzt. Schnell. Okay, das große Finale von Pokémon Karmesin. Los geht's, Koraidon. Zeig dich in deiner Kampfform. Du schaffst das. Glaub an dich. Koraidon! Schaut es euch an. Es ist soweit. Boah! Nun kommt es zum letzten großen Showdown in diesem wunderschönen Spiel. Los geht's, Koraidon! Katztastisch begrüße ich euch zum großen Finale von Pokémon Karmesin hier auf Katze. Wo befinden wir uns hier bitteschön? Und was ist das da für eine Vorrichtung? Jetzt wird es richtig spannend. Schau nur, das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der Terrakristallisierung perfektioniert haben. Wow. Aber was genau hat das zu bedeuten? Und warum hat uns die Professorin hierher gebracht? Was will sie uns hier zeigen? Ist das die Zeitmaschine? Mal sehen, was sie sagt. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Karmesinbuch, in das die ID der Professorin eingebunden ist. Es sieht ihr ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihr schon seit ihrer Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Karmesinbuch auf dem Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es da ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich dich vermutlich angreifen. Was? Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Daten aller Kämpfe, die von den Champs Paldeas ausgetragen wurden. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinen Pokémon siegreich sein wirst. Platziere das Karmesinbuch auf dem Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Da sieht man mal, wie zerstörerisch doch die künstliche Intelligenz sein kann, wenn man sie falsch nutzt. Ja, wir platzieren nun das Karmesinbuch. Original-ID von Professor Antiqua erkannt. Notabschaltung der Zeitmaschine wird eingeleitet. Bitte warten, bitte warten, bitte warten. Zugriff verweigert. Was? Notabschaltung wurde abgebrochen. Zeitmaschine wird neu gestartet. Du weißt, was zu tun ist, Thomas. Antiqua KI wird in Ruhemodus versetzt. Offensivprotokoll wird ausgeführt. Au, 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 das sieht nicht gut für uns aus. Jetzt kommt es zu einem Pokémon-Kampf. Bitte besiege mich. Wow, der Satz hat es jetzt in sich gehabt, emotional für mich. Puh, okay, ich bin gespannt. Mein Traum. Nein, nein. Störende Elemente müssen entfernt werden. Antiqua! Letztendlich ist es ja nur ein Roboter, aber trotzdem. Die Antiqua KI fordert dich heraus. Und sie hat einen Oh! Kriechflügel! Was hast du für einen Typ? Keine Ahnung. Feuer? Feuerkäfer? Wer du bist, ist irrelevant. Jegliche Störenfriede müssen entfernt sein. Oder entfernt werden. Oh, war ja keine Ahnung, Nachthieb. Vielleicht ist es Psychofeuer oder sowas. Okay, das schon mal nicht. Nicht effektiv? Von Typ Kampf? Oh, ja, 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 okay. Das Gehirn eines Menschen ist meiner taktischen Datenbank in jeder Hinsicht unterlegen. Wow, die Professorin, die meint es wirklich ernst. Das ist mit Abstand der heftigste Kampf. Spüre die Macht der Antike. Überwältigend, findest du nicht? Sie hat wahrscheinlich nur Paradox-Pokémon. Carlos, wir brauchen dich! Los geht's! Boom!
Glitter King. Okay, einfach mal den Knuddler raushauen, wenn es schon von Typ Kampf ist. Und das war sehr effektiv. Ein Volltreffer. Das trifft sich doch gut. Faszinierend. Du kennst die Schwächen eines Pokémon aus der Vergangenheit? Ja, habe ich jetzt gelernt. Ein Fehler ist aufgetreten. Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer wird neu berechnet. Und damit ist das erste Pokémon gezwungen. Aber sie hat 5 oder 6, oder? Es kommt Brüllschweif. Das war Pummeluff. Ich wechsle Carlos allerdings aus wegen seiner Fähigkeit Schnarchnase. Oder wie auch immer diese Fähigkeit heißt. Los geht's! Ich schicke Jona in den Kampf. Ist zwar ein Drachen-Pokémon, kann aber einen Stahlangriff und das sollte doch Pummeluff schnell besiegen können. Ein Pummeluff, welches den Typ Psycho-Stahl, Psycho-Fee trägt. Oh, Eishieb, interessant. Ja, aber meine Verteidigung ist hoch genug. Eisenschädel? Hätte ich nicht gedacht. Also gleich noch einmal. Ja, probier's nur mit einem Eisenschädel. Und zack. Ich meine, mit einem Eishieb. Brüllschweif besiegt. Sehr gut. Damit hätten wir schon mal 2 von ihren Paradox-Pokémon besiegt. Das nächste ist Flatterhaar. Flatterhaar war das Traunfugil von Typ Fee und wahrscheinlich Geist. Da habe ich jetzt nicht unbedingt die Antwort darauf, also nicht das Pokémon. Aber ich bleibe einfach mal mit Dragoran drin. Und sie hat nur Meisterbälle. Interessant, oder? Woher hat sie so viele Meisterbälle? Deswegen konnte sie auch jedes Vergangenheits-Pokémon sofort fangen. Wow, das war stark. So aggressiv diese Pokémon auch anscheinend sind, laut der Geschichte hier von Pokémon Karmesin, sie konnten alle gefangen werden. Und in Pokémon Purpur geht es ja um die Zukunft. Also da geht es auch nicht um eine Professorin, sondern um einen Professor. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, das wissen die, die Purpur von euch spielen. Und da hat man es mit Zukunfts-Pokémon zu tun. Auch sehr, sehr spannend eigentlich. Aus dem Gesichtspunkt das Ganze mal so zu sehen oder zu erfahren. Okay, perfekt. Neues Level für Carlos und Carlos versucht Hammerarm zu erlernen. Das lerne ich gerne und hau mal Tiefschlag raus. Da finde ich Hammerarm schon praktischer. Wutpilz kommt als nächstes. Was das für ein Typ sein könnte, weiß ich nicht. Von Typ Pflanze auf jeden Fall. Ich schicke mal Carlos als Allrounder in den Kampf. Ich denke, mit Gigastoß sollte ich das Pokémon schön besiegen. Mit den riesen Pranken von Leta King. Und wie sie einfach die Meisterwelle runterwirft. Also, unser lieber Professor. Ja, schade, dass es nur ein Roboter ist und nicht die echte Professorin. Aber ja, traurige Geschichte, nicht wahr? Mal sehen, ob es noch zu einem Zusammentreffen zwischen ihr und Pepper kommt. Weil Pepper weiß das ja noch alles gar nicht mit seiner Mama. Er weiß nicht, dass diese Professorin nur ein Klon ist. Also eine Kopie. Eine Fälschung, in Anführungszeichen, von der echten Professorin. So, ich heile vorsichtshalber mal mit einem Beleber-Katze. Falls ich Katzen noch für die nächsten Pokémon brauche. Den Katze hat das höchste Level. Und jetzt, Wutpilz, komm. Knuddler ist sehr effektiv. Warum? Was ist das für ein Typ? Kampfpflanze oder sowas? Egal, Gigastoß war super, um Wutpilz zu bezwingen. Was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Sandfell. Keine Ahnung, was das sein kann. Ein Sandama? Ein Georock? Ein Nasgnet? Irgendein Pokémon von Typ Boden bestimmt. Los geht's, Sandfell. Und es... Was ist das denn? Magneton? War in der Urform in der Vergangenheit von Typ Boden? Ja, anscheinend ist es sehr effektiv. Oh! Es kann Elektroangriffe. Elektroboden dann wahrscheinlich, oder? Wow, was für eine interessante Typenkombination. Okay, Angelo, du bist dran. Ebenfalls von Typ Elektro. Mal gucken, vielleicht kannst du auch Erdbeben. Das wäre weniger gut für uns. Juwelenkraft. Ist Juwelenkraft nicht von Typ Käfer? Ich vergesse das immer. Egal, Drachenklaue. Und damit haben wir Sandfell besiegt.
interessantes Pokémon, aber ich muss zugeben, auch nicht sonderlich schön. Jetzt kommt Donnersichel. Das kenne ich tatsächlich. Wir sind Donnersichel noch nicht begegnet. Alles läuft nach meinen Berechnungen. Deine Chance auf einen Sieg liegt bei 0. Ja, ich kenne Donnersichel tatsächlich, weil ich teilweise auch schon Bilder gesehen habe von den ganzen Paradox-Pokémon. Und ja, es ist Brutalanda. Doch was für ein Typ das ist, das weiß ich nicht. Da es aber Donnersichel heißt, kann ich mir vorstellen, dass es den Typ Donnerflug oder Donnerdrache hat. Also mit Donner meine ich Elektro, ist ja klar. Elektrodrache vielleicht, mal gucken. Drachenklaue, das kriegst du zurück. Ja, war sehr effektiv. Also auf jeden Fall den Typ Drache wird dieses Pokémon haben. Besiegt jetzt leider Angelo. Angelo, gut gemacht. Komm erst einmal zurück und erhol dich in deinem Pokéball. Zeit, mein nächstes Pokémon zu rufen. Und das soll Katze sein. Katze soll den finalen Schlag machen hier im Kampf. Immerhin ist es das erste Pokémon in einem Kampf gewesen, das ich in dieser Videoserie eingesetzt habe. Und es soll auch das letzte sein. Deswegen haben wir jetzt die künstliche Intelligenz besiegt. Wir haben Professorin Antiqua bezwungen. Nein, unmöglich. Ein Kurzschluss. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Alles fährt wieder herunter. Haben wir die Zeitmaschine damit zerstört? Vielleicht. Vielleicht aber auch noch nicht. Oh, die ist auf jeden Fall kaputt. Ist ja nur Roboter. Thomas! Pepper, Nimila, Cosima! Hä? Was in aller Welt ist das? Und? Hast du alle starken Gegner gefunden und besiegt? Du. Wer oder was bist du? Vielen Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch ihr Traum. Mama? Nein. Das kann nicht sein. Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich, mein. Entschuldige, dass du so lange alleine Mama! Anomalie im Sicherheitssystem erkannt. Anomalie im Sicherheitssystem erkannt. Zeitmaschine ist in Gefahr. Zeitmaschine ist in Gefahr. Oh nein. Was passiert hier? Kommt jetzt etwa noch eine Armee aus Pokémon? Das kann nicht sein. Was ist jetzt los? Eine Funktionsstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Paradiesschutzprotokoll wird ausgeführt, um die Störung zu beseitigen. Was? Wie weit ist die Professorin gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokébälle, die nicht Professor Antiquas ID aufweisen, werden gesperrt. Wie? Was soll das heißen? Programm wird initialisiert, Terra-Kristall-Energie absorbiert. Verzeiht, Kinder. Das ist zu viel für euch. Es tut mir leid. Lauft! Lauft weg! Mama! Antiqua KI wurde überschrieben. Paradies-Schutzprotokoll ist aktiviert. Was ist jetzt los? Oh oh. Die Zeitmaschine ist nicht zerstört. Alle Störungen werden eliminiert. Die Antiqua KI fordert dich heraus. Das Paradies-Schutzprotokoll fordert dich heraus. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Natürlich, Koraidon. Das zweite große Koraidon. Los geht's, Katze! Was? Stimmt. Die Pokébälle sind blockiert. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Koraidon, Wächter des Paradieses. Und ohne Pokémon auf dem Kampffeld kann ich nicht kämpfen. Hey, mein Pokéball geht nicht auf. So kann ich nicht kämpfen. Ja, nicht nur du, Nimila. All meine Pokémon sind gesperrt. Kann ich vielleicht im Beutel irgendetwas einsetzen? Kann ich fliehen? Wenn du jetzt fliehst, bringst du die anderen in Gefahr.
fast zum... Irgendwelche Störwellen blockieren unsere Pokebälle. Nicht mal mein Hacking hilft. Ja, hab ich denn irgendwas im Beutel? Oh, wir können gar nichts tun. Wir können wirklich gar nichts tun. Ich habe ja nicht mal einen Ball, den ich werfen könnte. Auch wenn ich damit das böse oder das zweite Koraidon nicht fangen könnte. Nicht mal die Pokepuppe funktioniert. Pokémon. Lucario, geht alles gar nicht. Schade. So ein Mist. Hey, schämst du dich nicht, in dem Alter noch schummeln zu müssen? Was machen wir denn jetzt bloß? Pokémon. Koraidon. Koraidon, du bist unsere letzte Hoffnung. Wir brauchen dich jetzt. Koraidon, es ist an der Zeit, dass du uns hilfst. Bitte, Koraidon. Ah, bevor es zu spät ist. Koraidon, los! Koraidon, du kannst es. Wir glauben an dich. Genau. Zeig uns deine Kampfform. Schaut euch das mal an. Wie anmutig. Jetzt ist es soweit. Koraidon gegen Koraidon. Für unser Koraidon womöglich die Revanche aus der Vergangenheit. Oh, allein die Musik. Hammer. Hammer, so cool. Koraidon. Das Sonnenlicht wird stärker. Urichalkumpuls ist die Fähigkeit von Koraidon. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten mit Kollisionskurs. Das klingt nach einer starken Attacke. Komm doch her. Wir kommen auf jeden Fall her. Koraidon, zeig mir, was du drauf hast. Kollisionskurs. Jetzt. Zack. Oh, das sieht cool aus. Und, ja... Zieht ein bisschen was ab, aber nicht so viel. Es hat seine Kampfform angenommen. Los, du schaffst das, Koraidon. Genau, Koraidon. Wir probieren es mal mit Flammenwurf. Du wirst in meinem Paradies ein Ende finden, ohne irgendetwas erreicht zu haben. Flammenwurf, Koraidon. Ja, nicht sehr effektiv. Demzufolge aber auch nicht so effektiv beim gegnerischen Koraidon. Es hat die gleichen Stärken und es hat auch die gleichen Schwächen. Terra Ausbruch. Ich dulde es nicht, dass du mein Paradies zerstörst. Alle Störungen werden eliminiert. Protzer. Wow, es beherrscht ganz andere Angriffe als ich. Denn Protzer kann ich mit meinem Koraidon zumindest nicht einsetzen. Aber jetzt Terra Ausbruch. Mal sehen, wie viel das abzieht. Da ist, glaube ich, Kollisionskurs noch am stärksten. Das sieht gar nicht gut aus. Lass dich nicht unterkriegen, Thomas. Niemals. Koraidon und ich schaffen das. Mein Sieg ist unausweichlich. Deine Überreste werden als Fundament meines Traums dienen. Gigastoß. Was? Es kann Gigastoß? Uah. Ich habe nur noch einen einzigen Kraftpunkt. Koraidon hält durch, um dir keine Sorgen zu bereiten. Und jetzt. Kollisionskurs. Und? Boah, das ist echt eine Verteidigungswand. Gut durchgehalten. Weiter so. Wenn das jemand schafft, dann du. Garantiert. Boah, dadurch, dass wir angefeuert wurden, konnte Koraidon nochmal einen Angriffsboost bekommen. Nochmal Kollisionskurs, danach greife ich aber zum Trank. Das habe ich jetzt nicht eingesetzt, weil ich wusste, dass Koraidon durch Gigastoß eine Pause braucht. Das gibt's doch nicht. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das nie. Hey, bilde ich mir das nur ein oder leuchtet der Terra-Kristall-Orb von Thomas? Thomas, Koraidon, setz die Terra-Kristallisierung ein und macht sie fertig. Ja, ja, alles mit der Zeit. Lass mich erstmal dafür sorgen, dass Koraidon wieder bei voller Energie ist. Ich möchte ungern diesen so wichtigen Kampf verlieren. Denn das ist kein normaler Pokémon-Kampf. Wenn wir jetzt verlieren, haben wir ein für alle Mal verloren. Top-Trank, für dich, Koraidon. Damit du wieder volle Kraftpunkte besitzt. Jetzt kommt Flammenwurf. Das können wir gut parieren. Und jetzt. Versuche mit der Terra-Kristallisierung einen Schwachpunkt zu erzeugen. Du schaffst das. Nochmal Angriff gestiegen. Okay, Moment. Wir machen es nochmal spannend. Terra-Kristallisierung. Und jetzt. Ach so.
Jetzt kann ich den Ausbruch noch einsetzen. Okay, das habe ich zu spät gesehen. Aber wir setzen einfach nochmal Kollisionskurs ein und anschließend... Wow, wie cool. Und anschließend setze ich dann noch meinen Terra-Ausbruch ein, weil es dann den Typ Drache bekommen hat. Und das sollte den Gegner besiegen können, denke ich mal. Und das sieht bestimmt auch cool aus. Gigastoß, schnell, Koraidon. 16 Kraftpunkte, aber wir müssen uns nicht heilen. Thomas, setze die Terra-Kristallisierung und Terra-Ausbruch ein. Los! Genau. Terra-Ausbruch. Koraidon, zeig uns deinen stärksten Angriff, den du drauf hast. Terra-Ausbruch! Und... Wusch! Wow! Sehr effektiv. Damit haben wir das gegnerische Koraidon tatsächlich bezwungen. Aber haben wir damit auch die Zeitmaschine zerstört? Hoffentlich. Das werden wir jetzt gleich in Erfahrung bringen. Du besiegst das Paradiesschutzprotokoll. Du hast es geschafft! Ist alles wieder unter Kontrolle? Das war fantastisch. Einfach fantastisch. Wer hätte gedacht, dass ihr sogar den letzten Schutzmaßnahmen meines Originals trotzen würdet? Bist du wieder normal? Ja, dieses Ergebnis hätte nicht einmal die ausgefeilteste KI vorhersagen können. Aber ihr habt euch selbst im Angesicht der Verzweiflung nicht beirren lassen. Ihr habt den Mut, fest an eure Freunde zu glauben und die Kraft, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Egal, was für Schicksalsschläge ihr in der Vergangenheit erlebt habt, den Pfad, den ihr eingeschlagen habt, werdet ihr erhobenen Hauptes beschreiten können. Dessen bin ich mir sicher. Danke, Thomas. Ich danke euch allen, Kinder. Jedoch ist mir nun klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht angehalten werden kann. Solange ich hier bin. Offenbar bin ich ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, der sie immer wieder neu startet. Was? Was soll das jetzt heißen? Es tut mir leid. Euer Abenteuer von hier aus zu verfolgen hat mich sehr bewegt. Ja, eure Freiheit. Darum habe ich euch zutiefst beneidet. Wie ihr als Freunde eng zusammengehalten und euch mit umeinander gekümmert habt. Wie ihr aus reiner Entschlossenheit, stärker zu werden, in jedem Kampf alles gegeben habt. Wie ihr euch selbst den größten Feinden gestellt habt, um die zu beschützen, die euch wichtig sind. Wie ihr unermüdlich nach eurem ganz eigenen Schatz gesucht und dafür gekämpft habt. Ja, und wie ihr auf diesen Schwingen durch die Lüfte gesegelt seid. Ich wünschte, ich könnte frei sein wie ihr und mich ungebunden auf die Suche nach meinem ganz eigenen Schatz begeben. Ein Schatz. Ich bin ein Teil des Betriebssystems der Zeitmaschine. Das heißt, solange ich hier bin, lässt sie sich nicht deaktivieren. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mit Hilfe der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, von der ich so lange geträumt habe. Was? Nein! Doch nicht jetzt, wo ihr euch gerade erst wiedergefunden habt! Es geht mir nicht nur darum, die Zeitmaschine zu stoppen. Ich sehne mich tatsächlich auch danach, diese ferne Vergangenheit mit eigenen Augen zu sehen. Dieses Gefühl tief in mir, dieses Kribbeln, ist das der Ruf des Abenteuers? Pepper, es tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe. Da mir auch die Gefühle meines Originals innewohnen, weiß ich genau, wie sehr dich deine Mutter geliebt hat. Du kannst doch nicht... Was habe ich davon, sowas jetzt zu hören? Du hast recht. Entschuldige. Pepper, Koraidon, Thomas, ich fürchte,
Jetzt heißt es Abschied nehmen. Mama! Lebt wohl, meine freien Abenteurer. Und viel Glück auf euren Reisen. Da geht sie hin. Sie reist tatsächlich mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit. Zusammen mit dem Karmesinbuch in der Hand. Wow. Was für ein Ende. Puh. Sie ist weg. Mama. Pepper, wie fühlst du dich? Irgendwie. Ja, irgendwie habe ich es schon gewusst. Auch wenn das Ding gerade nicht echt war. Als es meinen Namen mit ihrer Stimme und ihrem Gesicht gesagt hat, da. Ich meine. Die Gefühle waren trotzdem echt. Irgendwie bin ich. Sorry, ich kann gerade nicht. Schon klar. Ist okay. Koraidon, du bist auch traurig, was? Aber wow, das ist also deine Kampfform. Die ist ja sowas von stark. Der Wahnsinn! Komm in dieser riesigen Form bloß nicht zum Kuscheln an. Da wird mir ja sonst zerquetscht. Tja, sieht so aus, als hätten Thomas und Koraidon mal ebenso ganz Paldea gerettet. Nein, das waren wir alle zusammen. Stimmt. Vielen Dank, Thomas. Das war eine sagenhafte Leistung. War klar, dass du die Sache in den Griff kriegen würdest, Thomas. Hey, ohne eure Hilfe hätte ich das niemals geschafft. Das wisst ihr hoffentlich. Pepper, die Professorin ist zwar nicht mehr bei uns, aber sie erlebt jetzt bestimmt lauter spannende Abenteuer in der Vergangenheit. Ja, danke, Cosima. Gerne. Und es tut mir leid. Was machen wir jetzt, Thomas? Wisst ihr was? Lasst uns nach Hause gehen. Ja, das klingt gut. Es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Oh, Leute! Ich hab die Idee! Die da wäre? Wo wir schon mal alle hier sind, können wir uns doch den Heimweg auch durch ein paar Abstecher versüßen. Ich glaube, ich... Klingt gut. Zuallererst sollten wir uns ordentlich mit Snacks eindecken. Komm mit, Pepper. Hey, Thomas. Das kannst du doch nicht. Na komm schon. Wir sind doch Freunde, oder? Na komm. Komm, Pepper. Ha, na gut. Von mir aus. Ich komm ja schon. So sieht's aus. Komm. Wir sind doch ein Team. Wir halten zusammen. Das ist wahre Freundschaft. Was für ein schönes Ende. Uiuiui. Okay, Entschuldigung. Puh. Meine Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuschauen von Pokémon Karmesin. Das ist das Ende dieser Videoserie. Ich hoffe, ihr hattet eine ganze, ganze Menge Spaß. Und wenn ihr was anderes Tolles sehen möchtet, dann tippt doch mal auf dieses Video. Ich danke euch sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen. Bleibt katztastisch.